Herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich will mir heute den Microsoft Edge Browser genauer ansehen. Das habe ich vor 2 Jahren zuletzt gemacht. Da ist der gerade relativ frisch erschienen. Neu erschienen auf Google Chrome Basis oder auf Chromium Basis. Das heißt, Chrome und Edge sind eigentlich mehr oder weniger der gleiche Browser, von einigen Details abgesehen. Und dann gibt es noch den Firefox im Rennen, beziehungsweise den Opera Browser und auch den Vivaldi Browser, den ich relativ lang verwendet habe. Auch ein guter Browser, habe ich auch Videos zu gemacht. Momentan habe ich tatsächlich den Edge im Einsatz und dazu wollte ich heute mal kurz ein Video machen. Ich habe hier mal 3 Browser offen: Firefox, Chrome und Edge. Chrome habe ich früher eine Zeit lang benutzt. Guter Browser. Mir geht nur die Datensammelei von Google auf die Nerven. Das machen sie natürlich auch in anderen Browsern, aber das ist Google pur sozusagen, und ich habe den eigentlich nur offen, um mal die Bedienelemente mit dem Edge Browser zu vergleichen, und ihr seht, die sind eigentlich exakt gleich. Wir haben hier oben Registerkartenaktionen. Okay, das ist ein bisschen anders im Edge Browser. Gucken wir uns gleich noch genauer an. Und bei Chrome gibt es da nichts. Das ist ein angepinnter Tab. Bei Chrome befindet sich quasi dann alles hier rechts in den Einstellungen. Ansonsten angeheftete Tabs habe ich hier auch. Dann haben wir einen neuen Tab. In dem Fall öffnet sich das Google-Suchfenster, schlicht und einfach. Kann man aber anpassen, soweit ich weiß. Es geht heute aber nicht um Chrome, deswegen spare ich mir das. Und ansonsten hier ganz normale Bedienelemente, geöffnete Tabs. Zuletzt geöffnete Tabs sind das. Das ist also eine Funktion, die sich unter anderem beim Edge hier versteckt. Hier können wir nämlich zuletzt geschlossene Registerkarten öffnen oder Tabs von anderen Geräten. Oder wir können nach Registerkarten suchen oder die vertikalen Tabs aktivieren. Wenn wir gerade hier sind, dann erkläre ich das Menü auch schnell zu Ende. Die vertikalen Tabs sehen so aus und der Sinn dessen entzieht sich mir ehrlich gesagt, aber wer das ausprobieren will, der kann das an der Stelle tun. Damit ist dieser Button abgearbeitet, und ansonsten minimieren, Fenster vergrößern, Fenster schließen, und das sieht alles im Edge im Prinzip genauso aus. Die Einstellungen bergen sich hier hinter diesen senkrechten Punkten und im Edge hinter den waagrechten Punkten, kommt aber auch aufs Gleiche raus in etwa. Und die Seitenleiste, die wir im Edge sehen, die können wir uns im Chrome bestimmt auch einblenden lassen. Chrome ist sehr schnell. Wie gesagt, die beiden Browser schenken sich, denke ich, nicht viel. Ja, und dann kommen wir zum Firefox Browser. Den hatte ich auch ziemlich lange im Einsatz, über ein Jahr bestimmt. Ich finde Open Source Produkte, Projekte finde ich prima, und auch der Firefox Browser ist ein absolut solider Browser und der sieht von den Bedienelementen her auch wieder aus wie die Konkurrenz. Das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Ich finde ihn gefühlt etwas sperriger und etwas langsamer wie den Edge Browser. Den finde ich einfach eleganter. Das ist der aktuelle Browser meiner Wahl und um den soll es ja heute gehen. Also Firefox super, hab da ganz viel Passwörter hinterlegt und so, habe den wirklich intensiv genutzt, über ein Jahr lang, aber irgendwie habe ich dann den Edge entdeckt und seitdem benutze ich ehrlich gesagt den Firefox kaum noch. So ist das. Ja, und warum habe ich den Edge entdeckt? Weil ich die Bing-Suche, wie viele andere vielleicht auch, unbedingt mal ausprobieren wollte. Die neue Bing-Suche mit der ChatGPT-Integration. Und da habe ich auch ein Video zu gemacht, in einer anderen Serie allerdings. Das Video selber verlinke ich euch aber am Ende dieses Videos. Wenn ich dran denke, packe ich es auch in die Beschreibung. Zur ChatGPT-Integration habe ich eben auch ein Video gemacht und das könnt ihr euch dann separat anschauen. Ich möchte da jetzt nicht allzu lange mich mit befassen. Nur so viel: wenn ihr auf diesen hässlichen Bing-Button klickt hier oben namens Discover, dann kommt ihr in den Chat-Bereich, ChatGPT-Bereich, und hier könnt ihr jetzt auswählen, ob eure Antworten eher kreativ sein sollen, ausgewogen oder eher genau. So, und dementsprechend verändern sich die Antworten vom ChatGPT. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt an der Stelle nicht unbedingt drauf eingehen. Also die haben das in Bing komplett integriert und das Bing ist wiederum hier im Browser integriert, beziehungsweise auch oben in der Adressleiste, wie das auch bei den anderen Browsern der Fall ist. Und hier unten im Windows-Suchfenster ist Bing
auch nochmal integriert, das neue Bing wohlgemerkt. Und ihr kommt jederzeit mit diesem Button in den Chatbereich, in den Bing-Chatbereich. Und das ist auch der Grund, warum ich Bing ausprobieren wollte. Und Bing in Kombination mit ChatGPT funktioniert am besten in Edge. Da gibt es zwar keine technischen Gründe für, das ist einfach, weil Microsoft die Nutzer gerade zwingen will, Edge zu benutzen, beziehungsweise Google ärgern will, ich weiß es nicht. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass sich das irgendwann ändert und dass ChatGPT in allen Browsern verfügbar ist, auch unter Linux. Aber momentan ist es halt so, dass es nur im Edge-Browser verfügbar ist und das war der Grund, warum ich das hier einfach jetzt mal konsequent ausprobieren wollte nach jahrzehntelanger Suche mit Google. Und Bing ist sogar so nett, dass es euch belohnt für das Suchen und ich finde wirklich das meiste auch mit Bing in letzter Zeit. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Ich ertappe mich selten dabei, dass ich die Google-Startseite aufrufe. Bing belohnt euch für das Suchen. Dafür gibt es sogenannte Microsoft Rewards. Das kann man auch noch pushen. Also man kann noch mehr verdienen, indem man hier täglich ein Quiz macht oder indem man hier täglich an irgendwelchen Umfragen teilnimmt. Und dieses erbingte Guthaben, also wenn wir jetzt hier eine beliebige Suchanfrage stellen, dann steigt unser Guthaben. Das können wir wiederum in Microsoft Guthaben umwandeln, mit dem wir dann alles Mögliche machen können. Es gibt auch die Möglichkeit, sich da Gutscheine zu bestellen und was weiß ich nicht alles. Also mit der Belohnung kann dann im Endeffekt jeder was anfangen. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal kurz zeigen kann. Es gibt hier eine Funktion namens Bing Rewards. Das ist eine extra Webseite und da könnt ihr dann auf Einlösen klicken. Und da gibt es also ganz verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr das in Roblox Guthaben umwandeln. Ihr könnt an verschiedenen Gewinnspielen teilnehmen oder ihr könnt euch eben eine Microsoft Guthabenkarte zuschicken lassen, PC Game Pass. Da ist alles Mögliche möglich. Flixbus Geschenkkarten, Mediamarkt Geschenkkarten, Amazon Gutscheine. Also da kommt jeder irgendwie auf seine Kosten mit den Prämien von Microsoft Rewards bzw. Bing Rewards. Und hier finden wir dann Benachrichtigungen. Aktuelle Nachrichten. Das hier ist einfach ein neuer Tab, den ich geöffnet habe. Das hier ist die Startseite, die können wir auch so ein bisschen anpassen. Hier oben haben wir ein Suchfeld, so wie bei Google, dann drunter die häufig besuchten Webseiten. Und dann kommt direkt die Nachrichtenanzeige. Das finde ich ziemlich sinnvoll. Das fände ich in Chrome auch schick, wenn man da Google News sich auf die Startseite holen könnte. Geht aber meines Wissens nicht. Wobei das Nachrichtenportal selber ist nicht unbedingt meins. Also ich ertappe mich häufiger dabei, wie ich bei Google News Nachrichten lese. Da habe ich dann auch die entsprechende App auf dem Handy und das ist tatsächlich auch besser sortiert, finde ich. Man kann es hier oben aber umschalten nach Nachrichten, Unterhaltung und Lifestyle etc. Man kann Inhalte teilweise sichtbar machen, Inhalte komplett sichtbar machen oder auch nicht. Also ich weiß nicht, wo hier jetzt der große Unterschied ist. Oder man kann sich auch nur Überschriften anzeigen lassen, wobei ich glaube wirklich, dass das keinen allzu großen Unterschied hier macht in der Anzeige. Wir können uns das kachelmäßig irgendwie anzeigen lassen und auch listenmäßig. Das macht aber auch keinen großen Unterschied im Moment. Vielleicht ändert sich das noch irgendwann. Ihr seht es ja selber, dass es keinen großen Unterschied macht. Hier haben wir eben aktuelle Benachrichtigungen. Hier können wir das Layout der Startseite einstellen. Wir können zum Beispiel auch fokussiert auswählen. Dann haben wir einen schwarzen Hintergrund und das Ganze ist ein bisschen übersichtlicher. Vielleicht passiert jetzt was, wenn ich hier umschalte auch nicht wirklich. Wir können also zwischen fokussiert wählen, zwischen inspirierend und informativ. Benutzerdefiniert geht auch. Region und Sprache, wobei ich nicht weiß, was man da als Benutzer alles definieren kann. Das spare ich mir jetzt auch an der Stelle. Wir können den Hintergrund einstellen. Der wechselt in dem Fall regelmäßig. Verschiedene Energiespareinstellungen können wir hier bezüglich des Hintergrunds festlegen und dann gibt es eben noch das benutzerdefinierte Design.
wo wir die Symbolleisten und so weiter anpassen können, Favoritenleisten etc. Das will ich heute hier nicht alles erklären, das ist zu umfangreich. Wer diesen Browser benutzen möchte, der sollte sich selber bei Zeiten mit den Einstellungen auseinandersetzen. Praktisch ist, dass man Einstellungen hier gezielt durchsuchen kann, das finde ich sehr schön. Und damit haben wir diese Funktion eigentlich auch erklärt. Ja, hier oben Favoriten und so weiter, das Übliche, das kennt ihr aus anderen Browsern. Hier können wir Favoriten uns direkt anzeigen lassen in der Seitenleiste. Da haben wir eine Funktion namens Sammlungen, da kommen wir gleich noch zu. Die Anmeldefunktion, man muss natürlich angemeldet sein im Browser, damit das mit den Microsoft Rewards funktioniert. Das ist logisch und hier rechts Einstellungen, zu denen wir auch gleich nochmal kommen. Zuerst möchte ich noch schnell diese Funktion erklären, nämlich Sammlungen. Klickt da einfach mal drauf. Hab da einfach mal meine eigene Webseite hinzugefügt. Wir können neue Sammlungen erstellen oder wir klicken die bestehenden Sammlungen an und da können wir jetzt beliebige Webseiten oder Inhalte hinzufügen, zum Beispiel die aktuelle Seite. Wir könnten zum Beispiel auch eine Recherche zu einem bestimmten Thema durchführen auf Wikipedia und was weiß ich für Seiten, können das alles in einer Sammlung speichern und können dann später jederzeit wieder auf diese Sammlung zugreifen. Ich glaube, man kann hier auch Bilder hinzufügen, kurze Notizen und so weiter. Das ist eine sehr schicke Funktion. Wenn ich was recherchiere, dann habe ich hier 40 Tabs offen, von denen ich mir dann 5 anpinne, 5 wichtige oder so. Also sieht grauenvoll aus. Wäre für mich tatsächlich auch eine Umgewöhnung, so zu arbeiten, aber ich finde es eigentlich ganz schick von der Idee her, die sogenannten Sammlungen. Das habe ich an der Stelle auch erklärt. Dann haben wir hier rechts eine Seitenleiste. Ach, zuvor wollte ich vielleicht noch schnell auf das Thema Einstellungen und Menü eingehen. Hier gibt es die sogenannten Apps. Das kennt ihr vielleicht aus anderen Browsern. Wir können uns hier Webseiten sozusagen als App auf dem Computer installieren. Ich mache das mal mit der Google App jetzt. Meine eigene Webseite habe ich schon installiert. Die seht ihr hier unten im Menü. Wir machen das jetzt mal mit der Google-Seite. Diese Seite als eine App installieren. Und dann wird die auf dem Computer installiert. Wir können sogar eine Desktop-Verknüpfung erstellen. Das Ganze an Start anheften und an die Taskleiste zulassen. Und jetzt schließe ich das Ganze und habe hier unten ein neues Icon. Und wenn ich da drauf klicke, dann öffnet sich Google in einem eigenen Fenster, in einem eigenen Edge-Fenster. Und da gibt es auch kein Suchmenü oder ähnliches. Das heißt, das gibt es schon in der Seitenleiste, glaube ich, hier. Aber das ist so eigentlich nicht vorgesehen. Das verhält sich wie ein eigenes Programm. Da kann man jetzt mehr oder weniger ablenkungsfrei mitarbeiten. Wenn man jetzt allerdings auf Steuerung T drückt, um einen neuen Tab zu öffnen, dann passiert das im Hintergrund geöffneten Edge-Browser. Das hier ist also eine sogenannte App. Die eigene Webseite habe ich hier auch schon mal hinterlegt. Mit Firefox geht das, glaube ich, auch. Mit Chrome möglicherweise auch. Vielleicht braucht man da auch jeweils einen Add-on. Weiß ich nicht genau. Ebenfalls eine schicke Funktion. Dann gibt es Erweiterungen. Das sind so die klassischen Browser-Add-ons, wie man sie auch von Firefox und Chrome kennt, zum Beispiel Adblocker und dergleichen. Hier nochmal das Thema Microsoft Rewards, Leistung. Hier können wir verschiedene Einstellungen bezüglich dem Effizienzmodus vornehmen, Warnungen und Tipps, Drucken, Webaufnahme, Webauswahl, Teilen, Einstellungen und vieles mehr. Und dann kommen wir jetzt zur Seitenleiste rechts, die man sich übrigens auch ausblenden kann, die man auch einstellen kann. Wir schauen uns aber erstmal die Apps an, die hier schon eingestellt sind, nämlich das Action Center. Im Action Center wird euch zum Beispiel euer Rewards Guthaben angezeigt. Das funktioniert jetzt im Moment nicht so richtig. Doch, hier haben wir im Aktionszentrum empfohlene Einstellungen, unser Guthaben etc. All mögliche Tipps, lernen Sie Ihre Registerkarten besser zu organisieren, mit nur einem Klick zu Ihren bevorzugten Webseiten gelangen. Ihr seht hier, was ich euch gerade mit den Apps gezeigt habe und vieles mehr. Also das ist so ein Center rund um Bing. Dann gibt es hier die Suche rechts. Warum auch immer, falls ihr auf einer anderen Webseite seid und also ist doppelt gemoppelt. Man kann hier suchen, man kann dort suchen und hier unnötig meiner Meinung nach
Kann man auch ausblenden. App beenden, in Randleiste ausblenden. Dann gibt es hier noch Extras, wie zum Beispiel Taschenrechner, Wörterbuch, Translator, Einheitenumrechner. Und ihr könnt euch hier auch noch weitere Dinge hinzufügen, zum Beispiel Top-Websites oder eben die Suche, die ich gerade ausgeblendet habe, Einkaufen, Spiele, Microsoft 365, Outlook, Drop, um Dateien zwischen dem Smartphone und Desktop-Gerät hin und her zu schieben und außerdem eine Funktion namens E-Tree, Bäume pflanzen, um unsere Erde zu schützen. Zufrieden mit der Randleiste? Ja, weiß ich nicht, egal. Der Einkaufstab sieht so aus, da gibt es verschiedene Coupons, Trendprodukte und so weiter. Vermutlich wird Microsoft da irgendwie beteiligt an den Verkäufen, sonst würden die das ja nicht machen. Brauche ich nicht, deswegen ist meine Randleiste relativ übersichtlich. Ich wollte sie an der Stelle nur mal kurz erklären. Wir können die Seitenleiste auch automatisch ausblenden. Und damit sind wir auch eigentlich schon durch mit dem, was ich zum Thema Microsoft Edge sagen wollte. Ich möchte dafür jetzt nicht direkt irgendwie Werbung machen. Im Gegenteil, die anderen Browser sind genauso gut. Wenn die für euch irgendeinen anderen Vorteil bieten, dann nutzt die weiterhin. Aber ich bin mit dem Edge sehr zufrieden im Moment. Das wollte ich mal kurz da lassen, kurz droppen sozusagen. Und was ist eure Meinung dazu? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.